Ja. Hat auf jeden Fall gereicht. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Breitschwert. Maloradex Tagebuch. Oh, ich bin blind. Ja. Woran, wenn es dein Wunsch ist? Ja, Maloradex hat keinen Schaden eigentlich angerichtet an uns. Dieser Abschnitt des Turms ist weggebrochen. Im Fußboden befindet sich ein klaffendes Loch. Ach, das ist der Weg nach unten. Ja, den wir unten schon gesehen hatten. Wie kommt man dann in den Geheimraum? Ach so, okay. So, was haben wir hier? Verliesschlüssel. Ja, okay, jetzt kann sie sich natürlich nicht mehr bewegen. Ja, weiter. Dieser hohe Spiegel wurde offenbar absichtlich zertrümmert. So, mal gucken. Ein komplex aussehender Schlüssel, der aus kalt geschmiedetem Eisen hergestellt wurde, ist ein Verliesschlüssel. Das ist ein Feldharnisch plus 1, also nichts Besonderes. Ein großer Schild plus 3. Und ein Breitschwert. Traumklinge des toten Gottes. Symbol des Schmerzes, einmal täglich. Okay. Gegen gute Wesen. Kann nicht verwendet werden von chaotisch, also von guten Charakteren nicht verwendet werden. Und dann behalten wir die mal als Andenken. So. Maloradex Tagebuch. Dieses mit roten Flecken besudelte Tagebuch war einst von höchster Qualität und wurde professionell gebunden. Offenbar hat man es jedoch in Wein und Blut getaucht, wodurch es angeweicht wurde. Es ist noch nicht völlig getrocknet und fühlt sich irgendwie widerwärtig an. Man kann die Seiten nur mühsam voneinander lösen, um die gekritzelten Worte zu lesen. Wir ritten beim ersten Morgengrauen in Richtung der Sturmgräber. Ich, die vier Hüter, Ritter Helms und ein Bade, der unsere Geschichte später erzählen sollte. Ein glorreiches Abenteuer wartet auf uns. Und wenn ich an die Schätze denke, die ich erringen werde, schlägt mein Puls schneller. Man hat mir gesagt, dass das Untier seine Lagerstelle seit zahlreichen Jahren im Gebiet der Sturmgräber hat. Es gibt keinen Zweifel, dass es in seinem Loch eine ganze Menge Schätze angehäuft hat. Es ist nur passend, dass der Tod des Untiers meine Koffer füllen soll und mich in den Augen des gemeinen Pöbels zu etwas Größerem machen wird. Niemand wird mehr missmutig starren, niemand wird es mehr wagen, meine Dekrete anzuzweifeln und niemand wird sich mehr über Steuern, Politik und Grenzstreitigkeiten beklagen. Meine Taten, die ich in den kommenden Tagen verbringen werde, werden das Bild, das meine Leute über mich haben, neu formen. Die Worte von Maloradex, Schlechter des Drachen der Sturmgräber, werden von allen mit äußerstem Respekt aufgenommen werden. Das Wort von meiner Rückkehr verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Als ich durch die Tore der Burg ritt, wurde ich wie ein Held willkommen geheißen. Ich hielt den Kopf des Drachen hoch empor und die Bauern und das einfache Volk gingen vor Ehrfurcht vor mir in die Knie. Ohne zu zögern erteilte ich den Befehl, ein Fest zu meinen Ehren vorzubereiten und dem Barden, der mich auf meine Reise begleitet hatte, erteilte ich den Befehl, die Geschichte meines glorreichen Siegs über den Würm niederzuschreiben. Ich sagte ihm, er möge sich beeilen, denn die Geschichte meiner Heldentaten sollte beim Fest verkündet werden. Manche Bauern und auch die Akolyten Helms stellten Fragen, was mit den vier toten Hüterrittern passiert war.
Auf Drängen des Baden hatte ich ihre Leichen mitgenommen, obwohl uns das wahrlich unnötig aufgehalten hat. Damit ihre Anwesenheit keinen Schatten über die Festlichkeiten werfen konnte, erteilte ich den Befehl, die Körper in der Gruft zu versiegeln. Ich sprach in rührenden Worten von dem Mut, den sie angesichts des Drachen bewiesen hatten, und jeder schien von ihrer Tapferkeit beeindruckt zu sein. Ich fürchtete jedoch, dass es notwendig ist, die Hüterritter möglichst schnell zu bestatten. Andernfalls wird sich jemand angesichts der zahlreichen fürchterlichen Wunden, die sie erlitten haben, fragen, wie es mir gelingen konnte, den Kampf beinahe unbeschadet zu überstehen. Es ist wohl am besten, sich nicht mit derartigen Gedanken zu beschäftigen. Ich habe ja auch dem Baden gesagt, dass die Vergangenheit nur noch Staub ist und dass die Straße, die vor uns liegt, eine goldene ist. Der verdammte Bade hat mich betrogen. Seine Worte haben mich tiefer getroffen, als eine Klinge je könnte. Wie kann er es wagen, so einen Schmutz, solche Lügen zu verbreiten? Seine verdrehten Worte über den Kampf bei den Hügelgräbern haben die Anstrengung und die Tapferkeit der Hüterritter herausgestrichen und gleichzeitig mich dafür ver herausgestrichen. Komische Formulierung. Und gleichzeitig mich dafür verdammt, dass ich in der Schlacht feige gewesen sein soll. Mich seinen Fürsten. Oh, aber seine Anspielungen waren äußerst subtil. Dachte er, würde die Verachtung, die er für mich empfindet, nicht bemerken. Dachte er, ich würde die, ja. Dachte er, ich würde die Verachtung, die er für mich empfindet, nicht bemerken. Dachte er, mir würden seine Lügen nicht auffallen. Noch bevor er seine üble Ballade zu Ende bringen konnte, hatte ich den Wachen bereits den Befehl erteilt, ihn zu ergreifen. Ich habe ihm befohlen, ihn ins Verlies zu werfen. Er wird das Sonnenlicht nie mehr sehen und dort unten in Ketten geschlagen verrotten. Während er aus der Halle gezerrt wurde, erteilte ich dem Wachen noch den Befehl, ihm zur Strafe seine Hände abzuschlagen. Zugegeben keine milde Strafe, aber wenn ich es gestatte, dass in meiner Burg selbst Verrat geübt wird, dann ist die Stabilität des ganzen Reiches in Gefahr. Als ich in der Nacht die widerwärtige Ballade verbrannte, musste ich feststellen, dass einige der Saiten fehlten. Ich bin zutiefst beunruhigt. Was geschieht, wenn sie in die falschen Hände geraten? Nein, ich will nicht daran denken. Diese Geschichte ist vorbei und das Schicksal des Baden ist besiegelt. Der Hochhüter Helms kam heute Mittag zu mir. Er täuschte Unterwürfigkeit vor und verlangte, ich solle das Siegel der Gruft öffnen, in der sich die Hüterritter befinden, auf das man die Toten angemessen ehren könnte. Ich habe ihn hinausgeworfen. Seit dann darf man es wagen, die Taten eines Helden in seinem eigenen Thronsaal zu hinterfragen. Was hat dieser närrische Priester jemals im Dienste des allsehenden Gottes getan, das ihm auch nur das Recht erbringen würde, zu einer unwichtigen Fußnote der Geschichte zu werden? Wenn er es wagen sollte, meine Befehle erneut zu hinterfragen, würde er sich auf der Steckbank wiederfinden. Aber obwohl er gesagt hat, dass er sich meinen Befehlen fügen wird, traue ich ihm nicht. Die Hüterritter waren Diener Helms und die Sympathien des Hüters liegen natürlich auf ihrer Seite. Ich werde ihn sorgfältig im Auge behalten. Nein, ich muss ihn sorgfältig im Auge behalten. Sollte er Anstand machen, mich ebenfalls zu betrügen, wird er gemeinsam mit dem Baden verrotten. Einer der Wächter hat es heute gewagt, den Namen des Badens in meiner Gegenwart anzusprechen. Es war, als ob sich eine frische seelische Wunde erneut öffnen würde. Ich habe den Narren an den Balken des Galgen binden lassen und sein Mund wurde mit Pfeffer bestreuten Laken gestopft. Ich verbiete, dass irgendjemand den Namen des Baden ausspricht oder auch nur eine diesbezügliche Andeutung macht. Ich werde den Namen des Badens zu Staub machen, die Asche verbrennen und seine dreckigen Worte aus dem Gedächtnis aller tilgen. Ein würdiges Schicksal für eine Kreatur, die nur Gift und Galle speien kann, wie er. Ich habe den einzigen Schlüssel zum Verlies an mich genommen. Ich werde ihn stets bei mir tragen. Niemand wird den Baden sehen, niemand wird ihm Nahrung geben. Er wird schlicht und einfach verhungern und sterben. Erstickt an euren eigenen Worten, Verräter. Der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Der Typ ist eh richtig wahnsinnig geworden und kann nix. Kein Wunder, dass er so leicht zu besiegen war eigentlich. Er singt, der verdammte Bade singt und sein Lied dringt selbst durch die Mauern meiner Gemächer. Ich kann nicht einschlafen. Der Gesang ist so laut, dass wohl niemand in der Burg schlafen kann. Schurke, ich werde mich nicht mehr quälen. Dafür werde ich jetzt sorgen. Ich konnte den Gesang nicht mehr ertragen. Der Bade ist tot. Ich habe ihm seine giftige Zunge aus dem Mund geschnitten und ihn in sein Blut ertrinken lassen. Meine Wachen, sie schweigen und ich merke, dass sie Angst vor mir haben.
Gut, sie sollen Angst haben, sie sollen Respekt haben. Sie wissen jetzt, dass ihr Fürst Mut hat. Der Barde lebt, doch tut er es auch nicht. Sein Geist hat mich in meinem Raum heimgesucht. Er hat gesungen und mich mit der Geschichte meiner Feigheit bei den Sturmgräbern verspottet. Er nennt mich einen Helden, aber seine Worte dringen wie Pfeile in meine Brust. Meine Diener, meine Wächter, sie sind geflohen, aber das Untier ist hier, um mich zu quälen. Stille und Frieden, ich sehne mich nach beidem. Stille Geist, sei still. Ich fürchte, ich kann nicht noch mehr ertragen. Ich kann weder meine Augen noch meinen Ohren trauen. Auch heute wieder will mich der Drang, meiner Qual ein Ende zu bereiten, überwältigen. Was soll ich tun? Ich habe die geisterhafte Silhouette des Erhängten bereits im Turm baumeln sehen. Eine Silhouette, die der meinen viel zu ähnlich ist. Ich fürchte, das bedeutet, dass ich bald von den Balken im Turm hängen werde. Soll ich meine Zukunft umarmen? Nein, das darf nicht sein. Es muss doch einen anderen Weg geben. Doch es gibt keine Fluchtmöglichkeit aus der Burg. Alle Gänge führen zum Turm zurück. Gibt es keine Erlösung von dieser Hölle außer dem Tod? Das Ende ist nahe. Der Geist des Bahn wird mich heute Nacht erneut heimsuchen und ich kann seine Stimme nicht mehr ertragen. Ich werde jetzt zum Turm gehen und mich meiner Zukunft stellen. Ich werde ihm nicht die Freude gönnen, mich zu töten. Er soll für alle Ewigkeit in dieser verdammten Burg allein sein und sein elendes Lied singen. Wir wollen ja sehen, ob er die Stille dieser Halle ertragen kann. Wenigstens bereitet es mir etwas Trost, dass niemals jemand mehr die Geschichte von Valoradec hören wird. Aus dem Nichts bin ich gekommen und ins Nichts werde ich gehen. Fürst Fallon Maluradek, Held der Sturmgräber, Schlächter des azurnen Wurms Eriglas. Oder Ehirglas. Sag, was du von mir willst. Ja, ist von diesem Turm hier die Rede? Oder von welchem Turm ist die Es soll Rede? geschehen. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Jedenfalls Ich muss mich bald können wir ausruhen. Bin jetzt müde. zurück, Wir müssen hoffentlich. rasten. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Das Problem ist halt, was ich bei dem Typen glaube, ist, dass er so sehr geglaubt hat, er hat den Drachen erschlagen, dass er Wahrheit und seine eigene Lüge für die Wahrheit gehalten hat. Und ihn das so wahnsinnig gemacht hat, wie er am Schluss war. Das bedeutet aber allerdings auch meine erste Vermutung, dass der Loremaster der Sofort! Fürst ist, der irgendwie verflucht oder verdammt wurde. Dass das ja vom Tisch ist. Meine nächste Theorie ist, dass es der Barde ist, den wir hier unten dann sehen werden. Ich mache mal einen Quicksave 4. Raste mal. Ja, Kommt her, wenn natürlich. ihr euch traut! Wieder auf die Finsterfrostwaffe mal wechseln. Ja? Wie kann ich helfen? Ich werde tun, was ich kann. Gut, dann versuchen wir nochmal zu schlafen. Dein Befehl. Weiter! Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir. Ich muss mich ausruhen. Ich wasche mir meinen Bart in deinem Blut. So, dürfen wir jetzt Die bitte Dämon sagt, was du vorwärts.
Also ich habe nichts gegen die 5000 Erfahrungspunkte, die mir so ein Geist bringt. Allerdings würde ich jetzt gerne mal rasten. Danke. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Also jetzt hatte ich die Nase voll und habe neu geladen. Weiter. Okay, hier sind wir jetzt wohl in den Verliesen. Und der Bereich ist nicht sonderlich groß. Allerdings höre ich schon was hinter den Türen schlurfen. Deswegen würde ich sagen, wir speichern hier mal. Das ist jetzt LP007. Speichern. Und dann gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.